Wir begrüßen chinesische Investitionen in Deutschland. Wir sehen in vielen Technologiebereichen, unter anderem auch in der Automobilindustrie, gute Zusammenarbeit, gute Kooperation. Nehmen Sie die Kooperation zwischen Huawei beispielsweise und deutschen Automobilunternehmen, wo man sich gegenseitig befruchtet, ergänzt, auch anspornt, besser zu werden. Wir sollten uns für diesen Geist entscheiden, für den Geist des Brückenbauens und vielleicht nicht für den der Konfrontation, denn wir sehen gerade, wohin dieser Geist führt. Und das ist nicht gut für die Welt.